Frequenzeck. Bauen Sie 16 Meter vor dem Tor mit Hilfe von Markierungsbändern oder Stangen eine Koordinationsstrecke in Form eines Ls auf. Stellen Sie zusätzlich ein Hütchen 20 Meter vor dem Tor schräg zu dieser Strecke auf. Teilen Sie die Spieler in drei Gruppen. Maximal 3 bis 4 Spieler warten mit Ball links und rechts neben dem Tor. Die dritte Gruppe stellt sich an der Koordinationsstrecke ohne Ball an. Der erste Spieler läuft mit 3 Kontakten vorwärts über die Stangen und sprintet danach kurz zum roten Hütchen. Danach bekommt er einen flachen und einen hohen Ball zugespielt und versucht, diese schnell zu verwerten. Die Spieler tauschen danach gegen den Uhrzeigersinn ihre Positionen. Achten Sie darauf, dass auch der kurze Sprint im Anschluss mit maximalem Tempo durchgeführt wird. Nur so macht das Abstoppen, Aufdrehen und sich Einstellen auf eine neue Situation mit technischer Aufgabe Sinn. Jetzt haben die Spieler die Aufgabe, 3 und 2 Kontakte vorwärts im Wechsel zu laufen. Es wird mit 3 Kontakten gestartet, dann folgen 2 und wieder 3, Richtungswechsel, erneut 3, dann 2 und der Sprint zum Hütchen. Im Anschluss haben die Spieler wieder 2 technische Aktionen mit hohem Tempo zu erfüllen. Nun sollen die Spieler mit 3 Kontakten seitlich durch den kleinen Parcours laufen. Dabei muss immer ein überkreuzter Schritt erfolgen. Auch hier bekommt der Spieler wieder 2 Bälle zugespielt und versucht, diese schnellstmöglich mit Torschüssen zu verarbeiten.